Was geht ab, liebe Leute? Seid ihr bereit? Drei Level spiele ich heute von euch. Drei Mario Maker Level und in einem wird sich Mario in einen Goomba verwandeln. Beziehungsweise wir können heute einen Goomba steuern bei Mario Maker 2. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Level. Ich freue mich drauf. Also, wir fangen erstmal ganz geschmeidig an, würde ich sagen. Das wurde mir geschickt, beziehungsweise ist auch auf Platz 9, sehe ich gerade hier, bei den beliebtesten Leveln. Keep running and nobody explode. Also, man soll sich einfach nur beeilen, man soll einfach nur schnell rennen und alles wird super sein. So, Run steht da oben auch. Das ist so ein richtig knackiges Level, so. Und die Pfeile zeigen auch an, was es ist. Also, es ist kein Troll-Level heute mal. Heute spiele ich drei Special-Level mit irgendwelchen kleinen Kniffes. So, hier, den nehmen wir und dann müssen wir, glaube ich, schnell rennen. Ganz schnell, weil, oh mein Gott, scheiße, ich habe, glaube ich, getrödelt. Zeiss-Apfen, wieder oben sind die Zeiss-Apfen, meine Freunde. So, oh, 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 ich glaube, der explodiert doch gleich. Der explodiert doch gleich, oh Gott. Ah, hä, der muss doch explodieren. Oh Gott, der explodiert doch jetzt. Hä, wie kann das so lange anhalten? Jetzt mal ohne Witz. Hier muss ich ihn reinwerfen, oder? Hä? Wird das immer wieder resettet, wenn man in die Tür geht? Das ist ja Quatsch. Okay, was ist jetzt hier? Nächster. Zack, zack, nächster. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das noch schwer wird. Ich hoffe nicht, ey. Ich hoffe, das bleibt so ein bisschen geschmeidiger. Okay, oh nee, jetzt muss ich ihn noch nutzen als Schutzschild hier. Ah, nein, 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 nein. Oh nein, oh nein. Nein, geh doch da rein. Okay, ich hab Zeit. Es wird resettet, ne? Aber ich hab's geschafft. Geil, hä, wie schnell war's denn, ey? Die Aufnahme ist gerade eine Sekunde an. Geiles Ding, da freue ich mich. Alter, 33 Sekunden, wie soll man das denn machen? Ich würde sagen, nächstes Level. Jetzt spielen wir das Level, wo ich mich in den Goomba verwandle. Goomba's Great Adventure heißt das gute Stückchen. Und ich bin gespannt. Also, ich hab nur, also wir haben schon dieses Level gespielt, wo wir uns in den Maulwurf verwandeln. Da diesen Monty-Heini. Hey, jetzt bin ich gespannt, wie das hier aussieht. Lol. Ey, wie geil. Oh, ey, mit Sunshine noch. Geile Sunshine-Musik. Wie geil ist das denn? Hä? Wie funktioniert das? Ich bin jetzt der Goomba. Was? Ey, das ist ja, wohl nur mehr als krass. Hä? Wo ist denn Mario? Wie sieht das da unten aus? Ist das mit einem, hä? Okay, jetzt war natürlich ein Switch. Jetzt war es relativ easy. Einsperren? Achso, ich muss so brückenmäßig den, ey, wie geil ist das denn? Oh, wie geil. Ey, das ist ja, hä? Geil, ey, Leute, ich freue mich. Und heute auch mal kein Troll-Level, das ist auch mal entspannt. Okay, jetzt Checkpoint. Nice. Auch mal kein Troll-Level heute. Oh, Galaxy. Geil. Okay, hier muss man die Switches machen, das sieht man schon. Geil. Geil. Aber relativ easy bis jetzt so, ne? Also man muss ja wenig machen. Upp. Na, okay, easy. Aber muss ja auch nicht immer nur pur schwer sein, dass ich hier 2-3 Stunden sitze und das wieder in 10 Parts aufteilen muss, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ist auch mal cool, sowas. Ah, jetzt wird er noch groß. Auch nicht schlecht. Oh, das war ein geiles Level. So lang kann das ja nicht mehr gehen. Geil. Ja, hier ist schon das Ziel. Boah. Da muss ich zeittechnisch aber ziemlich gut gewesen sein. Jetzt mal ohne Witz, oder nicht? Ich will nicht sagen Weltrekord, weil das ist so hoch gerankt, das Level. Nee, aber geil auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Und jetzt kommt ein Level, was ihr mir gebaut habt. Das einer von euch gebaut hat. Ich bin gespannt. Ich habe es mir nur ja, gemerkt, sozusagen runtergeladen. Beziehungsweise den Code aufgeschrieben. So, von Bowser XP. Das Haus heißt das Level. Das Level heißt das Haus. Und es soll ein Troll-Level sein. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Okay, Schlüssel hier. Hier ist doch 100% ein unsichtbarer Block. Ah, ja, ja, war klar. Das war klar. Ich kenne euch doch schon. Ich kenne euch, Lümmel. Oh! Boah, okay. Ich hab's gerettet. Ich hab's gerettet. Plot Twist, sein Vater, ey. Wie geil. Okay, die Tür ist doch fake. Es war so klar. Es war so klar, ey. Troll-Level sind immer noch die geilsten, oder nicht? Zack. Wow. Okay. Ja, zum Glück kann man sich aus der Kuhle da retten. Gehen wir mal in die Röhre. Vielleicht ist sie auch fake. Okay, die ist nicht fake. Oh, wenn das noch nicht so viele gespielt haben, dann hole ich mir den Weltrekord hier. Das ist ja dann Ehrensache. Oh! Okay, okay, ich gehe da rein. Die Sprungfeder nehme ich mal mit lieber. Besser ist das, Leute. Es war so klar. War so klar. Leute, ich spiele es gerade zum ersten Mal. Und es ist so, als würde ich das schon kennen. Oh nein! Nein, wäre ich blitz rechts geblieben. Wäre ich rechts geblieben. Scheiße, okay. Oh, ich will den Weltrekord, ey. Ey, das wäre geil. Weltrekord. Das klingt immer so krass, obwohl das, wenn noch nicht viele Leute das gespielt haben, dann ist es nichts wert eigentlich. Scheiße. Switch. Switch, Switch, Nintendo Switch, Nintendo Switch. Hier ist der Schalter, ey. Den brauche ich wirklich, ey. Wie krass. Ich schwör's euch. Ich kenn euch doch schon. Ich kenn euch doch schon. Also wenn ich diesen, jetzt hier aber. Oh, nein! Und hier brauche ich den bestimmt für die Röhren, für die drei Roten, um da hochzukommen. Safe. Ja, okay, es ist, ich sag mal so, die Troll-Levels, die ich von euch bis jetzt bekommen habe, sind zwar geil, so mit so kleinen Verarschungstüren und so, aber diese Mastermind-Troll-Level, also wenn einer von euch mal so eins bauen könnte, so, es ist natürlich, ey, ich bin ehrlich zu euch, ich selber könnte auch so ein Troll-Level niemals bauen. Niemals. Also, so wie ich sie gespielt habe, die krassen, so, wo irgendwelche Thwomps out of screen irgendwas auslösen und irgendwelche, weiß ich nicht. Ich würde es selber nicht hinkriegen, deswegen will ich von euch so auch nicht verlangen, aber ey, das wäre schon krass, so mit richtig durchdachtes Scheiß.
Troll-Level. Ich habe auch keine Energy heute. Für ein Troll-Level brauche ich ein Energy oder irgendwas zu trinken, was geil ist. So, ich kann nicht einfach nur hier sitzen mit einem Glas Wasser und Troll-Level spielen. So, das ist Quatsch. Hier, ja, Mann, rauf, zack. Zack, zack. Okay, hier sind die Geister, Geister, Geister da rein. Komm. Nee. Lol, ich hab's schon gesehen. Ich habe es schon gesehen gehabt. Ich wäre da beinahe reingerannt. Ich wäre da beinahe reingerannt. Das wäre ein Troll gewesen. Der wäre nice gewesen, weil das Ziel so knapp da. Ey, krass. So, komm, gib mir den Weltrekord. Gib mir den Weltrekord. Gib mir den. Ja! Ich war der Einzige, oder? War ich der Einzige? Keine Ahnung. Egal. Weltrekord freigeschaltet. Jetzt seid ihr aber dran von Bowser XP. Vielen Dank für das kleine Mini-Troll-Level. Spielt's mal nach. Schlagt mal Rekord. Also 34 Sekunden erwarte ich schon von jemand von euch. Deswegen gucke ich da auch nochmal rein, die Tage. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.